Ich spiele jetzt hier Unmanned von der Molle Industria und No Media Kings. Und dieses Spiel beginnt mit einer Albtraumszene des Protagonisten. Unmanned bedeutet unbemannt. Ich kriege hier gerade eine Auszeichnung für traumhafte Vorstellung. Unbemannt deshalb, weil man spielt hier den Piloten einer unbemannten, ferngesteuerten Kriegsdrohne. Was eigentlich ein sehr realistisches Kriegsszenario von heute ist. Aber trotzdem sehr ungewöhnliches Kriegsspiel, weil man schickt eben hier jetzt keine Bodentruppen in irgendeine Mission, sondern man ist eher so mit dem Alltag des Protagonisten so beschäftigt und auch mit seinem Arbeitsplatz. Und das Spiel ist durchgängig immer auf zwei Screens. Meistens sieht man die Gedanken oder die Gespräche des Protagonisten auf der einen Seite und kann auf der anderen Seite eben irgendwas machen. Und er fragt nochmal nach dem Albtraum. Vielleicht will er aus allem rauskommen. Also man hat irgendwie sofort so ein bisschen Mitleid mit diesem Typen. Und auch wieder eine Auszeichnung bekommen dafür. Genau, er geht jetzt auf Arbeit oder fährt jetzt auf Arbeit. Und ich kann eben wie gesagt schon, also auf einer Seite kann ich irgendwas steuern. Oh. Auf der anderen Seite nicht. Ah, das ist schlecht gelaufen. Er scheint ein bisschen durcheinander zu sein. Keine Auszeichnung. Aber er kommt jetzt trotzdem noch zur Arbeit. Wo seine hübsche Kollegin auf ihn wartet. Und hier ist es eben auch wieder so, dass man sich auf der einen Seite unterhalten kann und auf der anderen Seite ist eben so eine Art Aufgabe gestellt. Hier ist eben seine Arbeitsaufgabe. Und er flirtet auch ganz gerne mit ihr. Und hier geht es eben darum, über diese auch ferngesteuerte Kamera in irgendeinem anderen Land diese Person hier im Auge zu behalten. Was gar nicht so einfach ist, wenn man dann links auch nochmal lesen will und irgendwelche Sachen auswählen will. Und genau, so wie hier. Also dieses Spiel spiegelt ganz, ganz klar so eine Art Distanz so zum Töten dar, weil diese zwei hier in irgendeinem Büro fern von dem Kriegsort sitzen
und eben nur über diese Bilder hier so eine Art Einschätzung machen können. Und es geht eigentlich mehr darum, also es geht tatsächlich mehr um den Alltag des Piloten und worüber er so redet und als wie um das, was er eigentlich tun kann. Also mehr als wie über die Macht, die er hier eigentlich hat. Die arbeiten beide auch für die CIA. Und dieses Spiel ist also ist ein super schöner Beitrag Also er kann jetzt hier eine Pause machen. Und seine Frau anrufen. Nach dem Flirten. Hier geht es dann auch um seinen Sohn, mit dem er später auch noch Videogames spielen wird. Und es geht auch sehr, sehr viel um Langeweile, genau. Natürlich raucht er. Man kann es hier so auf Lunge ziehen. Und das war die Pause. Ah, ich bin ein guter Ehemann. Unmanned ist ein ganz interessanter Beitrag zu der Frage, was passiert eigentlich, wenn man Krieg nur noch an so einem Bildschirm ausführt und inwiefern ist der Schaden überhaupt noch fühlbar oder gar nicht mehr fühlbar und inwiefern fühlt sich das Ganze auch wie so eine Art Spiel an. Und nochmal ganz umgedreht natürlich auch die Frage oder diese ganze alte nervige Diskussion darüber, inwiefern denn Gewalt in Videospielen tatsächlich real ist. Und ja, Unmanned.